Hi Leute, hier ist Tanuki Gamer zurück aus dem Urlaub. Ich war in letzter Zeit oft im Urlaub, aber meine Sommerferien sind jetzt auch um. Übermorgen geht's wieder ab in die bitterliche Schule. Aber da habe ich sowieso nur 2 Tage, wo ich nicht viel machen werde. Und dann habe ich auch schon wieder Wochenende. Auf jeden Fall habe ich mal wieder Bock auf ein Infovideo, weil sich in den Sommerferien ziemlich viel getan hat. Ich fange erstmal an. In meinen Sommerferien wurde die neue 3DS-Version der Nintendo 3DS XL angekündigt, dessen Topscreen ganze 90% größer sein soll als der Vorgänger. Und ich hatte sogar schon mal die Chance, ihn anzuzocken in einem Technikladen in meinem Urlaub. Rauskommen soll er ja zum Release-Datum von New Super Mario Bros. 2, also am 17. August hier bei uns in Europa. Und übrigens nochmal, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, manche wissen es vielleicht, ich werde mir New Super Mario Bros. 2 nicht unterstrichen, zum Release-Termin kaufen. Die Gründe sind einfach, ich habe in letzter Zeit viel zu viel Geld für Games ausgegeben. Will einfach mal wieder ein bisschen sparen. Ich meine, ich habe 2 Monate nach dem Release-Termin Geburtstag. Wieso sollte ich es mir nicht einfach zum Geburtstag wünschen? Und da... Da wieder so ein Upgrade-Ding. Also ich mach mal ganz kurz Pause. So, auf jeden Fall ist es ja auch gar keine schlechte Idee, sich das zum Geburtstag zu wünschen. Und da hätte ich mal eine Frage an euch. Ich weiß, keiner von euch wird 2 Monate auf ein New Super Mario Bros. 2 Let's Play warten. Da werdet ihr schon alle wahrscheinlich ein Let's Play davon zu Ende geguckt haben. Da habe ich mal eine Frage an euch. Soll ich das Game tatsächlich auch ganz Let's Playen? Alle Level und so? Vielleicht auch 100% ab meinem Geburtstag. Das wäre dann der 22. Oktober. Da werde ich 14. Oder soll ich es wie bei Super Mario 3D Land, New Super Mario Bros. Etc. halt nur so Boss-Battles zeigen? Das wäre mal so eine kleine Frage an euch. Schreibt es einfach in die Kommentare. So, auf jeden Fall nochmal, um zum 3DS XL zurückzukommen. Ich werde mir auf jeden Fall keinen kaufen. Es ist auf jeden Fall so. Es ist natürlich gar nicht schlecht, dass der Screen so größer ist. Das macht natürlich alles Spielerlebnis, das sonst mal auf dem kleineren Screen war, viel größer. Ist natürlich ziemlich cool. Aber man muss sagen, wenn man davor ein 3DS oder DS-Benutzer war, liegt der 3DS XL ganz anders, ganz komisch in der Hand. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Das ist sehr seltsam. Dann ist es so, dass der Home-, Start- und Select-Button, die wurden jetzt einfach zu richtigen Buttons und nicht so komischen Eindruckteilen gemacht. Keine Ahnung, wie man es genannt hat. Ist auch nicht so wichtig. Und dann, das geht natürlich gar nicht, das Aufladekabel liegt dem Game nicht bei. Das kann ich einfach nicht verstehen. Und die Begründung von Nintendo ist totaler Schwachsinn, dass sie einfach sagen, ja, es werden wahrscheinlich viele alte 3DS-Benutzer sich den 3DS XL holen und dann haben sie ja schon Aufladekabel. Ich meine, das ist doch absoluter Schwachsinn, das weiß jeder, dass es nur eine dreiste Geldmacherei ist. Ja, was gibt's noch zu sagen dazu? Auf jeden Fall, ich würde natürlich den alten 3DS-Benutzer vom Kauf wirklich abraten. 200 Euro, also 50 Euro mehr für einen 90%igen größeren Screen und kein Aufladekabel ist mir ehrlich gesagt zu viel. Aber trotzdem, für welche, die sich ein 3DS kaufen wollten, würde ich dann natürlich den 3DS XL empfehlen. So, Freunde, auf jeden Fall ist es noch gar nicht alles im Infovideo. Es hat sich auch haufenweise, eigentlich jeden Tag in den Ferien, sind neue Infos, Trailer, sogar schon das Opening zu New Super Mario Bros. 2 ist bekannt. Deshalb komme ich nochmal mit einigen neuen News dazu. Einmal wurden neue Gegner angekündigt, einmal ein gigantischer neuer Boohoo namens, also im Englischen Boohemoth. Das ist so ein komischer Boohoo, der euch die ganze Zeit im Level hinter euch verfolgt. Also der ist so groß, den könnt ihr gar nicht überholen lassen oder so. Und der ist halt gigantisch groß, ist halt so eine Art Scrolling-Level, nur dass er euch verfolgt. Also richtig Scrolling ist nicht, nur wenn er sich bewegt, ist es Scrolling. Und das ist auch nicht so wie bei den normalen Boos. Ihr könnt ihm zwar so in die Augen gucken und dann guckt er halt kurz weg, aber das macht er nur so für 10 Sekunden und danach macht er weiter. Also ein neuer interessanter Gegner.
Dann gibt es auch den goldenen Lakitu und den goldenen Hammerbruder. Der goldene Lakitu, das ist ziemlich nice. Der wirft halt statt Stachis aus seiner Wolke mit Münzen auf euch. Und wenn ihr dann ihn killt und mit seiner Wolke davon schwebt, kriegt ihr auch stets Münzen aus der goldenen Wolke. Der goldene Hammerbruder wirft halt statt Hammer, Münzen auf euch, genau wie der Bumerangbruder. Nur ich weiß halt nicht, ob da die Münzen auf den Bumerang zurückkommen. Jo. Und dann ist ebenfalls jetzt noch bekannt, kennt ihr wahrscheinlich die Sägeblätter aus Super Mario World, mit denen man nur an Spinjumps vorbei konnte. Die sind auch wieder da. Sah man in so einem kleinen Castle-Level-Ausschnitt in einem neuen Trailer. Dann sind auch viele neue Infos zum Coin-Rush-Modus, der im Deutschen Goldrausch-Modus heißen soll, bekannt. Einmal ist das Ganze, wenn man die drei Levels spielt, zufällig ausgewählten Level, auf einer sehr begrenzten Zeit angelegt. Nur am Checkpoint kann man die Zeit gerade ganz knapp nochmal nachfüllen. Die One-Ups werden da halt durch den goldenen Pilz, der euch 50 Münzen gibt, ersetzt. Und dann gibt es auch sogenannte Packs. Einmal das Mushroom-Pack, das Fireflower-Pack und das Star-Pack. Also im Englischen, im Deutschen Pilz-Pack, Feuerblumen-Pack und Stern-Pack. Und das ist halt das Mushroom-Pack, ist das leichteste Pack, also mit drei etwas leichteren Level. Das Fireflower-Pack hat drei mittelleichte Level und das Star-Pack hat halt drei schon etwas schwierigere Level beim Coin-Rush-Modus. Dann gibt es auch weitere Infos. Einmal, dass man die Kanone, wenn man die einfach benutzen will, um ein paar Welten zu überspringen, muss man erstmal ein ganzes Level nochmal absolvieren, ganz nur im Hintergrund. Dann ist jetzt bekannt, wofür das Nintendo Network-Logo steht. Und zwar kann man da mit einer Spot-Pass-Funktion seine eingesammelten Münzen im Spiel kann man in ein Worldwide-Konto von New Super Mario Bros. 2 einfließen lassen. Und da bin ich echt gespannt, wie viele das da mit Spot-Pass benutzen und was für eine gigantisch hohe Münzanzahl im Worldwide-Konto, sagen wir so nach einem halben Jahr, das New Super Mario Bros. 2 raus ist. Da steht, das wird echt krass. Dann gibt es auch so eine Art Regenbogen-Level. Und zwar ab und zu, also das ist nicht wie die neunte Welt aus New Super Mario Bros. Wii, diese Regenbogen-Sternwelt. Nein, es gibt so Regenbogen-Level, da scheint einfach ein Regenbogen über irgendein Level aus irgendeiner Welt, den man es beendet hat, irgendwann mal, Zufall. Und wenn man dann nochmal in das Level geht, dann ist dann ganz anderes Design, alles ist Regenbogenfarben und es sprudelt Münzen. Also überall, fast an jedem Pixel sind Münzen, riesige Goldtaler mit einer 100 drauf, die euch ganze 100 Münzen, also gleich ein One-Up geben. Das ist echt krass, also es ist unglaublich viele Münzen. Dann gibt es ein neues Design für Wüstenlevel, also für manche davon. Und zwar sind das dann so komische Indianer-Totems oder so, die dann da, auf die man läuft. Und ein neues Design für Schneelevel, in dem jetzt auch verschneite, auf dem man jetzt auch auf verschneiten Pilzen läuft. Jo. Ja, das war es nochmal. Eine Haufe Infos von New Super Mario Bros. 2. Meine Meinung zum 3DS XL. Könnt ihr auch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und übrigens, weil ich jetzt nicht mehr Urlaub habe, habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit für Videos aufnehmen, Videos hochladen. Und ich habe auch vor, jetzt erstmal mein Mario Tennis Open Let's Play natürlich zu beenden und dann mich so gegen Herbst viel mehr wieder auf meinen Minecraft-Channel, also Craft a Cookie, zu konzentrieren. Also da habe ich auch einiges am Aufnehmen noch. Und auf jeden Fall, wenn euch dieses Infovideo gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns wieder bei Mario Tennis Open und auch demnächst wieder auf meinem Craft a Cookie Channel. Da bin ich auch bei Minecraft Together Let's Play mit dem Aufnehmen auch wieder am Start. Das wird cool, Freunde. Wir sehen uns. Und an alle, die übermorgen, genau wie ich, wieder in die Ferien starten in Hamburg, in die Schule wieder gehen, wünsche ich natürlich gutes Gelingen beim Frühaufstehen. Und für alle, die noch Ferien haben, noch weiter frohe Ferien. Also, Freunde, danke fürs Ansehen. Bis dann. Tschüssi.